Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Schon wieder bin ich hier im Gedenkinstitut, heute mit dem guten Michael Myers. Ich habe Stufe 2 Wallhack am Start, ich habe Überladen, Beobachten und Zuschlagen, brutale Stärke und Spiele mit deinem Essen. Und ja, wie gesagt, Add-on-technisch bin ich da mit einem Stufe 2 Wallhack am Start. So, danke. Danke, danke, danke fürs Stalken hier. Diese Points kann ich schon mal gut gebrauchen, Ace. Vielen Dank für deine Mitarbeit. So, da vorne rennt er. Na komm. So, jetzt wird sie gestalkt. Und jetzt können wir unseren Wallhack nutzen. Spiele mit deinem Essen. Ich muss mal mitkriegen, wer genau mein Ziel ist. Und wenn wir das wissen, dann kann der Spaß erst richtig losgehen. So, du wirst jetzt gleich den ersten Hit bekommen. Na komm, spring durch! Haben wir immerhin noch dafür gesorgt, dass sie ihren Dingens nicht bekommt. So, wir haben ja Überladen dabei, deswegen muss ich hier mal eben kurz gegentreten. So, die Mac finden wir vielleicht ja wieder. Da vorne wartet sie. Da rennt sie. Ah, komm! Moin! So, Sekunde. Ah, ich hätte sie vielleicht sogar vom Generator wegziehen können. Ich lasse sie mal eben wegrennen. Ich hätte sie vielleicht vom Generator wegziehen können, wenn ich da nicht so vorschnell gehandelt hätte. Na, ist nicht so wild. Ah, das ist sogar... Warte mal. Nee, hä? Ich dachte gerade, ich hätte jetzt mein Ziel gerade mal eben gesehen. Sie ist in die andere Richtung gerannt. Hier hinter ist sie. Moin. Ja, einmal kann sie noch hier durch. Ja, ich muss halt jetzt mal hinterher. Manchmal muss man das Juking-Spielchen halt einfach mitspielen. Was will man machen? Gerade auf dieser Map hat man nicht unbedingt so viel Auswahlmöglichkeit. So, ich denke, sie bekommen wir. Ja. Okay. Gut. Nur noch hart im Nehmen. Hätte da vielleicht nochmal irgendwie dann ihr ein bisschen Zeit bringen können. Ich versuche sie mal in den Keller zu bekommen. Der Eingang... Oh, ich meine, hier rum ist schneller. Okay, ich hänge sie direkt, glaube ich, an den Haken. Oh, hier wird der Generator gemacht. Das heißt, es ist jemand in der Nähe. Keine Ahnung, wo derjenige jetzt hin ist. Wir gehen mal eben hin. Oh, Sekunde. Wir rennen hier lang. Hm. Na gut. Ich trete gegen den Generator. Wie gesagt, Überladen haben wir am Start. Hier ist keiner. Okay. Ein Generator, das ist in Ordnung. Moin! Das ist unser Ziel. Okay, nice. Habe ich mir jetzt leider keinen Token verdient, weil ich noch in der Jagd bin. Oh, 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 oh. Okay. Ah, sie heilen noch. So, wir schlagen ihn nochmal. Ihr wisst ja, wir sind nicht so der Fan vom Tunneln. Auch wenn sie jetzt trotzdem erwischt, aber hey. Der andere hat ja eben gerade auch noch einen Hit abgekriegt, ne? So, einmal schneller geht gar nicht. Okay, wir sammeln sie auf. Schaffe ich es in den Keller? Ich meine, ich glaube, ich muss sogar in den Keller, weil hier nichts anderes in der Nähe sein wird. Könnte eng werden. Oder? Ich glaube, ich muss sie direkt wieder aufhängen einfach. Ich glaube, mir bleiben da nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Na komm, nein! Siehst du? Shit. Ich hatte die Befürchtung. Oh, Spiele mit deinem Essen hat irgendwie noch gar nicht wirklich was gebracht, ne? Da rennt sie. Ist schon weit gekommen. Oh, hä? Was war das denn? Da ist sie mir einfach voll wieder entgegengekommen. Naja, gut. Soll mir recht sein. Danke, Survivor. Danke. So, da vorne war jemand. Ich bringe sie mal hier an den Haken in die Ecke. Und ran hier.
Okay, wir treten gegen. Zwei Generatoren sind bereits am Start. Okay, ich sehe hier jetzt niemanden. Den Generator könnten wir uns auch mal anschauen. Ja, warte, hier kann ich durch. So. Okay, die haben wir erwischt. Ach, das ist sogar mein Ziel. Ach Mann, ey. Eigentlich muss ich sie ja mal entkommen lassen, damit ich mal Spiele mit einem Essen-Tokens hier bekomme. Aber ich hänge hier noch gut am Arsch. Moin. Okay, ob sie einen Strike hat, das kann ich jetzt nicht so wirklich vorhersagen. Dadurch, dass wir halt selber ein Perk dabei haben. Wow, wo soll ich denn hin? Dort? Irgendjemand ist hier gewesen, da waren gerade Spuren. Und ab an den Haken. So, drei Generatoren wurden bereits gemacht. Ich mag diese Map nicht als Killer, ne? Die ist echt schwer. Okay, er ist losgerannt. So, sie haben wir. Diesmal lasse ich sie entkommen, damit ich meinen Token bekomme, obwohl es eigentlich Wayne ist. Nein, verdammt. So. Und den muss ich jetzt eigentlich nur noch verfolgen. Okay. Oder er rennt mir einfach nochmal vors Messer. Gut, dann kommst du jetzt an den Haken. Und dann muss ich hier vorne gleich mal dafür sorgen, dass die Paletten weg sind. Da können sie mich nämlich sonst ziemlich gut juken. Oh, die andere ist auch noch umgefallen. Ja, nice. Ich habe aber keinen Pirscher dabei, leider, ne? Hier waren vorhin zwei, die helfen wollten. Gut, brutale Stärke. Mal eben schnell die Dinger hier wegkloppen. Ich bin gleich auch erst komplett hochgestalkt. Ich dachte, da wäre gerade jemand. So, da treten wir auch nochmal gegen. Immer so ein bisschen umschauen, ob wir irgendwo noch hier jemanden sehen. Ah ja, hier. Okay, die könnten wir erwischen. So viel Juking-Potenzial ist hier hinten, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Okay, sie ist down. Ist denn hier noch ein anderer in der Nähe? Ja, da vorne. Hat ihr nicht so viel gebracht, dass sie jetzt hier nochmal sabotiert hat. Ab an den Haken mit dir. Sie wiggelt nicht mal. Okay, ich habe keine Ahnung, warum sie nicht wiggelt. So, der nächste. Oh, tot. Nice. Okay, der erste ist down, Leute. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Zwei Generatoren noch. Boah, es ist schwer auf der Map. Es ist schwer. Aber durch den Wallhack haben wir natürlich hier noch einen Vorteil. Ah, die Generatoren sind weit auseinander, leider. Da ist schon wieder jemand dran. War sie da eben noch kurz dran? Also mein Wallhack sieht nichts. Wird schwer. Es wird echt schwer. Auf der Map ist es aber irgendwie immer schwer, finde ich. Auf der Map jetzt noch nie irgendwie eine Runde gehabt, wo ich als Killer so mega dominiert hätte, glaube ich. Okay. Jetzt schauen wir nochmal da vorne. Ah, hinten ist jemand. Hier sind zwei. Okay, wir haben sie erwischt. Ist schon mal gut. Ich trete hier gegen. So, ich habe einen Token bekommen. Moinsen. Weiß nicht genau, was er da jetzt gewartet hat. Oder ob er sich so dachte, so, ah ja, der Michael, vielleicht sieht er mich ja nicht. Vielleicht ist er ja blind. Und down. So, Sekunde. Okay, niemand da außer ihm. Und er kommt in den Keller. Der Keller ist hier rechts. Das ist doch schon mal was. Damit kann man noch arbeiten. Da müssen die Mates auf jeden Fall da runterlatschen. Und er kommt ganz hinten hin, würde ich sagen. Müssten wir easy schaffen diesmal. Und zack, ab an den Haken. Gut. Der Wallhack regelt dann natürlich hier. Um mal eben zu schauen. Okay, es scheint noch niemand in der näheren Umgebung zu sein. Okay, da kann ich gar nicht mehr gegentreten. Habe ich hier gerade jemanden gehört? Okay, ich war mir nicht sicher.
Oh, wir gehen nach da ganz hinten. Ich glaube, das ist ein Ein-Mann-Generator, ne? Oh, wurde auf jeden Fall dran gearbeitet. Oh, wird aktuell noch dran gearbeitet. Auch sie hätte ich wahrscheinlich wieder erwischen können, oder? So, alle Leute sind verletzt. Rennt da lang. Eindeutig. Ist er nach oben gegangen wahrscheinlich, oder? So, wir schauen mal, ob die anderen sich gerade im Keller heilen. Ja, Sackgasse. Weiß nicht genau, was sie vorhat. Okay, mein Dingens mal eben. Komm, komm, komm. Nein, wieso zieht er ihn denn nicht weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, er jumpt da durch. Dann kürzen wir hier natürlich ab. So, er ist down. Ich meine, ist er nicht sogar jetzt tot? Muss doch eigentlich tot sein. Okay. Ab in den Keller. Er wehrt sich nicht mal. Wahrscheinlich schon eingesehen, dass er jetzt stirbt. Und zack, ab an den Haken. Okay. Leute, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Zwei Leute erwischt. Damit bin ich schon mal genauso gut wie gestern der Trapper. Aber ich finde, der Trapper ist hier auch wesentlich schwerer. Ich meine, mit Michael habe ich jetzt immerhin hier meinen Wallhack und ich finde, der bringt doch schon ganz gut was hier. Okay, den einer haben sie fertig gekriegt. Jetzt wird es halt schwer. Obwohl wir hier eigentlich einigermaßen gut klarkommen müssten. So, sehe ich hier irgendjemanden? Nö. Jemand in der Nähe? Dann spielen wir jetzt das Patrouillierspiel. Patrouillieren wir mal hier die Generatoren. Hier ist keiner. Ich sollte nicht immer von hier. War da gerade jemand links? Ne. Der wird immer noch zurückgesetzt, okay. So, dem hier nähern wir uns mal von der Seite. Also von hier, wo er keinen direkten Blickkontakt zu mir hat. Durch beobachten und zuschlagen. Und mein eines Addon. Ist unser Terrorradius halt tatsächlich relativ klein, ne? Also, ich glaube, die merken es halt wirklich erst kurz vor knapp. Hat man ja gesehen, ich hatte eben schon mal fast die Chance, jemanden wegzuziehen. Hab dann aber ein bisschen verkackt, leider. Aber von der Kiste weiß ich nicht, warum ich den nicht weggezogen habe. Ich habe auch extra meine Pfeiltaste noch losgelassen. Meine Pfeiltaste, meine W-Taste. Ich spiele ja nicht mit Pfeiltasten. Gibt es überhaupt noch Leute, die mit Pfeiltasten spielen heutzutage? Ich weiß es nicht. Ist derjenige denn so schnell hin? Der Wallhack wirkt doch auch, wenn man. Wenn jemand. So, pass auf, jetzt probiere ich es nochmal. Ah, verdammt! Ist noch nicht mal mein Ziel gewesen. Okay, nice. Die ist noch bei voller Gesundheit. Da macht es auch gleich viel mehr Spaß. Okay. Hätte ich wissen müssen eigentlich. Ich jag sie jetzt mal. Und lass sie dann liegen. Chill du mal dort ein bisschen. Oh, nice. Sehr gut. Das ist jetzt unsere Gelegenheit vielleicht. Wo ist sie lang? Hier lang. Da rennt sie. Sie hoch? Ja, natürlich ist sie hoch. Moin. Okay. Ja, schönes Ding, Leute. Dann hängen wir sie mal auf. Und die andere müsst ihr eigentlich auch wiederfinden, dadurch, dass wir den Wallhack haben und sie jetzt noch nicht so weit gekrabbelt sein dürfte, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und dann haben wir hier wirklich unser Full Team Wipe geschafft. Oh, guck mal, hier ist sogar die Luke. Irgendwo hier, ne? Da in diesem. Da kriegt sie doch. Geht doch. Ja, schönes Ding, Leute. Der gute Michael, der hat hier geregelt auf der Map.
Da hatten die Survivor jetzt nicht so viel Mitspracherecht. Obwohl man auch sagen muss, sie haben ja nur noch einen Generator zu machen gehabt. Ne? Und vom Setup her hätten sie es, glaube ich, wirklich schaffen können. Also das Layout der Generatoren. Okay, wenn sie es schafft, bekommt sie die Luke, Leute. Bin mal wieder heute in der Laune. Ja, okay, schade. Die 4% zu respektieren. Aber hey, sie hat es leider nicht geschafft. Da hinten den Generator könnte ich nochmal treten, glaube ich. Und dann dürfte das schon... Nö, dürfte ich gar nicht. Okay. Gut, dann war's das, glaube ich, Leute. Wenn es euch gefallen hat hier mit dem guten Michael im Institute, dann kloppt gerne den Daumen nach oben. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit der Michael Myers-Folge. Ein paar Leute hatten in die Kommentare geschrieben, dass sie mal wieder Bock auf ein bisschen Wallhack-Action haben. Und ja, das... wurde jetzt, denke ich mal, befriedigt. Schade, dass ich den einen Typen da nicht vom Generator weggezogen habe. Ich finde das immer ziemlich nice, wenn man Michael Myers spielt. Und wenn man dann... Ach, der wird schon zurückgesetzt, naja. Die Funken, Leute. Bei mir werden diese Funken nicht mehr angezeigt, wenn da zurückgesetzt wird. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn das irgendjemand weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist schon ein bisschen schade. Da kann man echt aus der Entfernung sonst immer recht gut erkennen, so, okay, der wird noch zurückgesetzt. Jetzt muss ich immer von der einen Seite gucken, weil ich das von der hier... Pass auf. Von der Seite hier kann ich es jetzt halt nicht mehr sehen, ob er zurückgesetzt wird. Nur hier, wenn da unten dieses komische Licht da leuchtet. Ich meine, jetzt ist er eh ganz zurückgesetzt worden, aber trotzdem. Das ist ärgerlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meine Grafikeinstellungen sind auf maximal. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Gut, Leute, ich bin raus. Killer! Survivor! Warte. Läuft. Gut, ich bin weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.